begann sie, auf einer Tafel zu malen. Und diese Zahlen haben mir verraten, ihr alle, und du da hinten auch, und du da, ihr werdet in der Hölle braten. Nun schmeißet weg euer Hab und Gut, auf dass ihr auf der letzten Stunde noch Buße tut. Es kann sein, ich hörte von einer Maid, noch einer von den Netten, die stürmte durchs Loch aus allen Betten. Mädel, du bist frei von Bühne. Häng dich auf der Bühne. Auch der Mann vom Müllers Knecht, dessen Frau war ganz schlecht. Der Arme, ihm sei vergeben, ihm hat auch der Strang einen gegeben. Ja, Buße tun ist gut. Das kenne ich. Schmeiß weg das Geld! Der will alles Buße tun! Ja! Tu Buße! Tu ruhig Buße! Jetzt fangen die her zu raufen! Ich muss dir gleich die Haare raufen! Ihr Büßt! Ja! Auf die Buße! Auf die Buße! Auf den letzten Tag, jawohl! Mach das nicht mit! Ja? Auch ich möchte in den Himmel! Auch ich hab mein ganzes Hab und Gut, mein neuestes Hotel, da hinten, seidet es dahin. Seit wann hast du ein Hotel? Das ist ein Bordell, das ist... Oh! Ruhe! Sag mal! Ja, ruhig! Hier kommt in der Hand, das ist doch sein! Jetzt haben wir ihn da, wo wir ihn haben wollten. Du musst nicht verbleiben! Und nun! Mach es nicht euch ein Gottes Wort! Du gehst in den schlimmsten Verbannungsort aller Zeiten, nach Holzdorf! Nein, nein! Ich nach Holzdorf, das kannst du nicht tun! Das ist nicht der Kurfürst hat es befohlen! Nehmt ihn fest! Der Kurfürst kann ihn befohlen! Dr. Luther, so sei es! Ganz einig bist du nicht mehr! Komm heraus! Martin Luther, mach nochmal rückgängig deine Wahl! Ich nicht nach Holzdorf! Finger weg! Holzdorf ist schlimmer als Beton! Der Wiener Bürgermeister von Anaheim! Wir wollen das nicht nach Holzdorf! Thank you.
Hehe.